Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich stehe gerade mit Triss. Ihr seht schon, wir sind ein bisschen unüblich verkleidet hier vor diesem Tor. Ja, es ist ein Tor. Wir sind auf dem Ball. Triss, es wird Zeit. Komm, lass uns da mal Party machen. Hier geht's, glaube ich, erst richtig ab. Wie bitte? Wir haben uns schon gut umgesehen in der letzten Folge. Nein, ich bin nicht an einer wohltätigen Spende interessiert. Nicht im Geringsten. Man kann nicht sicher sein. Wie bitte? Auch ein Diener. Mann von Dijkstra. Aha. Was machst denn du hier? Nicht mehr in der Stadt gesehen. Was? Wo hast du nichts gemacht? Essen! Gib mir das Essen! Ach, Dijkstra ist da. Dijkstra. Zweite Chance. Klasse. Die Friedhöfe sind voller Kerle, die dachten, dass der alte Juell ihnen eine zweite Chance gibt. Siggi, na sowas. Geralt, verdammt und eins. Woran hast du mich erkannt? An der Maske, natürlich. An der Maske. Die Maske, die ist eindeutig. Perfekt, nicht? Ich kann sie abnehmen und keiner sieht den Unterschied. Hallo, Wolven. Sieh an, meine Lieblingskomplizin. Nanu. Machst du heute Pause vom Weltretten? Nun, wir haben gescherzt und gelacht, aber ich glaube, ihr seid in Eile. Wirklich? Weißt du, Geralt, irgendwie mag ich's nicht, dir auf Festen zu begegnen. Meine Knochen fangen an zu schmerzen wie bei einem Wetterwechsel. Ja, Geralt hat ja sein Bein gebrochen. Ist schon länger her. Die haben sich hier anscheinend mal ausgesprochen. Ich nehm das ganze Essen mit, das könnt ihr wissen. Weißt doch, an wen hungern die Kinder. Irgendwann habe ich ja wieder nur Bier oder so im Inventar. Nee, komm. Rein damit. Yay. Essen. Noch mehr Essen. Verschwinde. Noch mehr. Triss, stopf dir die Taschen voll. Hast du gehört? 86 Nachspeisen. Hast du dir am Kopf wehgetan? Du siehst irgendwie krank aus. Hier. Nein, nicht ausmachen. Da hast du. Mach noch die zweite aus, weil du es bist. So. Das ganze Essen, alles auf. Oh, sogar mit Blut. Hat sich wohl jemand geschnitten. Da ist der Dijkstra also auch hier mit auf dem Fest. Das verkompliziert wieder alles nur. Oh, endlich Musik. Yay. Komm her, Triss. Tanz mit mir. Kann man tanzen? So vielleicht. Da. Oh, holla. Atmen. Die wissen gut zu feiern. Ah, komm, mach mal. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Alles sehr schön für dich. Los, mach mal. Da, die Feuerspucker, cool. Die Dame kann wohl nicht atmen, weil ihr das Korsett so zugeschnürt ist. Ja. Die Wache. Dum-dum-dum-dum-dum. Je, was ist denn mit dem Typen hier? Er hier? Nein, ich bin nicht an einer wohltätigen Spende interessiert. Nicht er ist irgendwie komisch. Du hast eine eigene Maske auf. Das ist mir irgendwie unwohl. Da wird mir ganz unwohl. Hübsche Maske. Ja, du auch. Ach komm, Triss, sag jetzt runter. Was machen die da? Sind das Schweine? Hunde? Nichts. Ich sprang natürlich gerade noch beiseite und versenkte mir nur die Braun. Warte mal, was passiert denn, wenn ich da jetzt runter will? Komme ich noch hoch? Ist die Frage. Komm, ich speichere mal und hüpfen mal runter. Jagdhunde. Ja, aber auch hervorragend abgerichtet. Ohne meine Erlaubnis würden sie nicht mal winseln. Sitz! Wann wohl? Ja, Sitz und das macht keiner Sitz. Doch. Guinevere kenne ich. Platz, Sitz. Los, Sitz. Sitz jetzt.
Oh. Ich bin alles so leid. Habt ihr kein Golf oder sowas? Da ist doch nichts dabei. Ein Hexer. Ewiges Feuer. Hab Erbarmen. Warum wissen alle, dass ich ein scheiß Hexer bin? Haltet mich doch einfach für einen alten Sack wegen meiner weißen Haare oder so. Jetzt ist die Frage, wie komme ich wieder hoch? Da hinten. Oh, schöner Baum. Komm, nimm das Pflänzchen noch mit hier. Gibt's da was? Das ist so auffällig. Auffällig, unauffällig. Triss, geht's so überhaupt? Was hast du für Schuhe an? Ich hoffe, das sind keine 5 cm Absätze oder so. Aber mir macht das richtig Spaß hier auf dem Ball. Ich weiß auch nicht. Ah, schau mal hier. Abgeschlossen. Ah, verflixt. Das ist immer alles abgeschlossen. Schlüssel benötigt. War ja klar. Komm, wir gehen noch mal futtern, Triss. Ich hab ihm heimgeleitet. Oh ja. Die Eier. Wacker, wacker, mein Messer. Ich bin ja nicht wacker, wacker. Nice. Ich bin ein Grab. Also, hab ich ihm gesagt? Ich bin ein Graf. Okay. Intoleranz und Aberglaube waren immer das Terrain der Idioten. Nun? Was sagt er. Oh, ist das schön, auch mit der Musik. Kommt, wir stellen uns da noch mal kurz hin. Was für ein Monster. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Wir müssen eigentlich, weil mal hier unten war doch gerade noch eine Quest. Achso, warte, das markieren wir uns mal. Das müsste da hinten irgendwo sein. Ich dachte, das wäre unser Questziel, aber ist es nicht. Ach, hier gibt's noch mehr. Komm, Triss. Lass uns gucken. Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken? Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. Ja klar, nichts passiert. Nichts passiert. Oh, warte. Geralt? Geralt? Kesu Ex? Ich bin keine Rassin. Wie langweilig. Verdammt, ich hätte das andere sagen sollen. Hey, Valar Morghulis, bleib mal stehen. Geralt? Wie langweilig. Ja, verstehe. Dann bleib. Raduvid ist kein bisschen besser als M hier. Er könnte sogar schlimmer sein. Gerne. Einmal das Übel und das andere Übel. Auf jeden Fall, falls das erste bricht. Ich hab gar keine Schwert dabei. Stör mich bitte nicht. Ich gerade nicht viel zu tun. Nanu, hallo. Groupier. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Das ist irgendwas also mit deiner Maske. Spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Oh, Quint oder was? Oh nein. Nee, nee, danke. Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach Gewinnen? Ja, nach Verlieren. Er könnte sogar schlimmer sein. Wie langweilig. Triss, wo bist du? Ach, da. Das ist weit. Dann geh. Ist das denn nur? Komm, Triss, jetzt auf da. Auf, auf. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, wie keinem sonst. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben.
aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch, er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Krabbspinnen züchten, natürlich. Warum auch nicht? Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Ist Albert überhaupt startklar? Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn denn? Es ist besser, wenn du keine Details weißt. Er wird sicher sein, versprochen. Aber... Bitte vertrau mir. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Danke. Sie sieht gar nicht so alt aus, ne? Also für eine Mutter jetzt. Ziemlich junge Frau sogar. Woran erkennen wir denn Albert? Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt. Was? Wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Geralt, was war das denn jetzt für ein Spruch? Lass uns Albert suchen. Du weißt ganz genau, dass das nicht so ist, Geralt. Boah. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht von ihm. Triss, es tut mir leid. Aber dass er nicht so helle ist. Ich meine, Ingrid, damit hättest du ja vielleicht mal in der Erziehung was machen können. Hier, ich weiß doch, der Typ ist das. Der hier. Nee, nicht der, sondern der da. Albert Wegelboot. Ich sag's doch. Sehe ich vielleicht wie ein Hanswurst von Muttersöhnchen aus? Ach, bei den Göttern. Ja, du bist es nicht, ist ja gut. Da drüben dann vielleicht. Oh, Entschuldigung. Ein kolossaler Knall. Nee, hier kann er nicht sein. Unten? Nee, unten stand keiner. Chris, hast du jemanden im Visier? Du meine Güte, was für ein Monster. Da vorne, vielleicht er hier. Guten Tag. Was du genau in die Eier. Du bist das eher Schweinstall als ein Ich bin ja nicht irgendein. Ja, Schätzchen. Albert so eine Wolfsmaske. Für dich, Süße, auch Adolf Valentino. Ja. Also auch so eine Wolfsmaske wäre. Ich kann dir einen besuchen. Wacker, wacker, mein Bester. Oder Tigermaske, wo er. Wolf, Tiger, egal. Wird schon. Es ist so öde, dass es schon weht. Trägt hier von euch noch einer? Was bist du hier? Hallo. Hallo. Du hast noch den Schwertern. Sag mal, wer bist du? Movran. Wie heißt du mit Hinternamen? Movran Bohis. Du bist es wirklich nicht. Eine Panthermaske. Tja, hier ist irgendwie nichts. Und dann ein kolossaler Knall. Ja? Ja. Echt jetzt? Hübsche Maske. Albert Wegelboot? Nein. Ich bin ein schwarzer Panther. Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also...
Ja, wir sind also. Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön. Aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Mal schauen, wie weit das Pärchen denn nachher ist. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Na klar, komm mit. Warte mit Triss Merigold auf der Bank. Können wir machen, meine Süße. Komm mit. Mach einen falschen Schritt. Triss, bist du noch da? Wollen wir uns auch essen? Ja, setz dich schon mal. Ich komm nach. Eigentlich ist es sogar noch die Bank, wo ich gesagt habe, komm, lass mal setzen. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Woher kennst du ihn? Wie hast du ihn kennengelernt? Oh, Geralt, alle Magier kennen sich. Manche sind über ein Jahrhundert alt. Da hat man viel Zeit, um Bekanntschaften zu schließen. Also dann, wann hast du ihn kennengelernt? Bei einem Fest vor langer Zeit. Er schlug ganz unverfroren vor, uns irgendwohin zu teleportieren, wo es ruhiger ist. Ich glaube, Geralt ist ein bisschen eifersüchtig. So sah er aus. Du hast abgelehnt? Haha, Scheiße! Du hast abgelehnt? Glaubst du das? Er ist mir danach noch eine Weile nachgestiegen. Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Du bist eben charmant. Sie haben sonst niemanden, das vielleicht auch, aber wie ist denn überhaupt Triss auf die Idee gekommen, das zu tun? Das würde mich jetzt noch interessieren. Du bist einfach charismatisch. Das ist doch beides was Schönes. Du bist charmant. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht, das klang wie ein Kompliment. Ja, war's ja auch. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa... Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Triss ist schon ein bisschen angesetzt. Wie in dem Märchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, wer Brogge. Stück kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein, ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Ich glaub. Los, Geralt! Triss, Geralt, warte. Kommst du? Wir waren doch da schon, meine Liebe. Ich sag ja, ein absolut jugendlicher Charme, diese Triss. Schon beide kleine Turteltäubchen irgendwie. Triss! Geralt, kommst du? Ich bin da.
Ja. Oh, warte mal ganz kurz. Sind die immer noch dabei, oder? Sucht euch gefälligst ein eigenes Plätzchen. Ja, mach ich gleich. Ah, schön. Triss, warte mal. Ja, gleich, ich muss noch hier rum. Oh. Vorsicht. Herrin Marigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Ja, gute Idee. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. Oh, schöne Szene. Eine Viertelstunde später. Finde aus dem Labyrinth heraus. Oh, das ist, mir macht das richtig Spaß hier auf diesem Ball. Man merkt es, glaube ich. Absolut toll. Albert, warum versteckst du dich? Reiche Städterin. Oh, oh. Albert wird gesucht. Albert, aber auch dieses, da bist du ja, mein Lieber. Hallo, ja, ich bin ja jetzt... ich bin also, ja bescheuert. Wegen dieser Privatvorstellung... Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Ah, guten Tag, die Herren. Geht's los, Albert, unser Tänzchen? Regelmut? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst setzt's was. Gott, ich gleiches glaube geht kaum. Auch bei dir. Pam, 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 pam. Darf ich jetzt meine Hexe? Alter, komm schon. Ich hab noch gar... Jetzt hör doch mal auf. Es kann doch nicht wahr sein hier. Aufs Fressbrett jetzt. Ja genau, nimm die. Aua. Wie ist das eigentlich mit dem Kontern hier? Warte mal. Du wirst es nie lernen. Es könnte ein bisschen dauern hier. Oh. Auf ihn, alle zusammen. Ich hab doch geblockt. Ach komm schon. Ah, das Problem ist, ich kann halt nicht Schwalbe benutzen. Oh. Puh. Okay. Offensiv. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich kann halt meine Schwalbe nicht benutzen. Kann ich überhaupt ins Inventar? Nö, natürlich nicht. Wir verrecken jetzt einfach an unserer Lebensanzeige. Huch. Wir regenerieren ja auch nicht, weil es Nacht ist. Ja. Ach, verpflegst. Komme ich jetzt hier raus? Ach, ist das toll. Bitte, lass es die einzigen gewesen sein. Noch so einen Kampf überstehe ich nicht. Halt, hier rum. Puh. Triff Triss und Albert in den Ställen. Oh ja, bloß weg hier. Und ich hätte gern noch meine Schwerter hier, bevor ich hier gehe. Krieg ich die jetzt eigentlich noch? Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Es gab ein kleines Problem. Boah. Es hat Ärger gegeben. Jäger? Kommen Sie her? Nein, wir haben noch Zeit. Aber schick bitte jemanden in den Garten. Da muss Ordnung geschaffen werden. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und danke. Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Das freut mich. Freut mich, dass ich helfen konnte, es zu kriegen. Du hast gute Verwendung dafür? Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht... Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Ja, prinzipiell sind wir ja schuld, weil wir sie geküsst haben und sie war angetrunken. Wir haben die Situation ausgenutzt. Oh, Gott sei Dank, meine Schwerter. Und Schwalbe. Oh, Schwalbe, mein schönes Schwalbe. Ich hab dich vermisst. Darf ich mich jetzt auch wieder richtig anziehen? Ach, jetzt weiß ich auch, wo... Das ist dieses Anwesen. Da drüben war das Pferderennen mit der Baronin. Ah, jetzt geht mir so langsam ein Licht auf. Das sind dann immer so die Momente, ne, wo man dann vor der Tür steht und sagt sich, schon wieder zu und pipapo, hier passiert doch bestimmt irgendwas später. Und, seht ihr mal, so war es Tatsache. Jetzt aber bitte erstmal umziehen, das kann ich mir nicht antun. Ach, die Hexerausrüstung ist jetzt ready. Ja. Also die Greifenrüstung. Wollen wir die gleich anziehen? Wir schauen nochmal die Prozente. Mhm. Ja, es geht, ne? Komm, mittlere Rüstung. Die Nilfgaarder. Hier ist meine Hose. Die ist schlechter. Was ist mit der Greifen? Elementarresistenz ist sie ganz gut, ne? Wir bessern sie nochmal aus und dann nehmen wir sie. Die Schuhe, bitte. Habe ich das vergessen? Die Handschuhe noch. Wo sind meine Handschuhe? Hier. Ansonsten nichts mehr. Hose von Skellige. Ah, toll. Ach ja, Schuhe noch. Ah, nee, habe ich ja schon. Gut, behalten wir jetzt so. Gegenstände sortieren. Alles klar. Wir sind wieder ausgerüstet. Jetzt haben wir da diese pompöse Greifenrüstung an, ne? Ja, die gefällt mir halt nicht so, aber soll. So, liebe Triss, geht's denn jetzt irgendwie noch weiter bei dir? Lass uns mal kurz zum Platz des Hierarchen und dann schauen wir nochmal in unser Quest-Logbuch. Überhaupt in unser Büchlein, unser Schlaues. Ich bin immer noch in einer Aufnahme übrigens, seit Folge, ich weiß gar nicht, 64? Ja. Wahrscheinlich ist jetzt auch schon, wenn ihr das hier lange, lange seht, ist auch der neue Patch schon raus. So. Finde Junior. Mhm. Ist noch irgendwas mit Triss? Ich mag diese Quests mit ihr. Ich finde die total toll. Die schwarze Perle. Ja. Wildes Herz könnten wir auch langsam mal abschließen, ne? Ansonsten bleiben wir jetzt erstmal. Das ist jetzt Hurensohn Junior. Wir müssen auch nochmal Hacker irgendwie aufsuchen. Hier Priscilla. Von Graf Reuwins Schatz. Sprich mit Priscilla. Mit der müssen wir eh mal quatschen. Dep, 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 dep. Warte mal, hier ist doch der Kaufmann, ne? Ach, ist das... warte mal, ich muss mal schauen. Das ist... Ah, nee. Markus, genau, du bist Interesse ja der Buchtyp. An Büchern? Genau. Gelesen siehst du zwar nicht aus, aber... Ach, die Maske. Wir haben auch Bilderbücher. Ich hab noch die Maske auf. Lass mich mal Zeig kurz, mir mal deine Bücher. Schauen. Zeig mir mal deine Bücher. Dem habe ich nämlich schon alles verkauft, was so irgendwie doppelt war. Die ganzen Aufträge.
Die Aussage von Hexer Georg kann zum Beispiel weg und Ballstocks Brief haben wir auch gelesen. Hier ist was doppelt. Genau, das war die Greifenrüstung. Brief von Dudu. Lassen wir noch. Brief von Yennefer. Lassen wir auch noch. Sonst willst du nix, ne? Kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft oder in Handwerkszutaten zerlegt werden. Dimitrium-Fesseln. Gibt's wahrscheinlich Dimitrium raus. Oh, die geben wirklich gut Geld. So, und hier willst du sicherlich auch nichts. Er nimmt Trophäen. Die Wyvern-Trophäe aber nicht. Warum auch immer. Gut. Dann... Tschüss. Wiedersehen. Können wir mal die Maske ausziehen, bitte? Mach sie weg. Sehr gut. Oh, ich stehe hier irgendwie gerade auf deine Bücher. Ja, hier war der Brief von A eben mit dabei. Da oben im Regal lag er. Von Alvin. Also ihr habt ja vermutet, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass Alvin eventuell sein könnte. Habt ihr jedenfalls so vermutet. Und dann meinte ich noch so, ja, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, dass ich ihn für recht jung halte. Bei Alvin ist, falls ihn wer nicht kennt, Alvin war ein Junge, ein ganz kleiner Junge in The Witcher 1 Spiel. Und er ist Tatsache auch eine Quelle, so wie Ciri. Und Alvin ist Tatsache einer, der nur in den Spielen auftaucht. Er wird nicht in den Büchern erwähnt. Ja, ist ja sehr schön für dich. Und auch, glaube ich, älteren Blutes. Das heißt, Alvin könnte natürlich schon irgendwie in die Zukunft gereist sein und als Erwachsener wiedergekommen sein. Das ist prinzipiell möglich, ja. Aber irgendwie war es nicht. Ich glaube es nicht. Ich bin gespannt. Vielleicht klärt sich das nochmal auf. Mit diesem komischen Brief, der uns vom Schicksal kündet. Von so einer Prophezeiung. Hast du diese armen Wichtige gesehen, die aus Venen geflohen sind? Priscilla, meine Liebste. Oh, wir müssen die Folge ja schon wieder beenden. Oh Mann. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Triss und mit mir hier auf dem Ball. Ich fand die beiden Folgen richtig klasse. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mal wieder in so einem Ball irgendwie dabei zu sein. Und vor allen Dingen bei Triss. Ich finde das ja schön. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei, wenn wir hier Priscilla dann aufsuchen. Bis dann und tschüss.